die Donna ist echt eine tolle Rolle, wo man ja, viel zeigen muss, emotional, gesanglich auch. Und ja, für mich eine große Herausforderung, das mal zu machen zu dürfen. Ja. Schon wird mir kalt und heiß. Ein Blick mehr und alles dreht sich im Kreis. Oh, oh. Willemann ist eine ganz, ganz tolle Darstellerin, großartige Kollegin. Es macht wirklich riesig viel Spaß, mit ihr zu arbeiten. Noch Narben, so viele Träume. Als ich wusste, sie kommt, habe ich mich sehr gefreut, weil sie eine technisch auch sehr gute Sängerin ist. Also das ist nicht selbstverständlich, dass ein Sänger seine Stimme so gut unter Kontrolle hat und so viele verschiedene Farben und Facetten bedienen kann. Da ist sie extrem begabt. Eine Ausnahme wirklich. Ich freue mich unglaublich, in Stuttgart wieder zu sein, weil ich warme Erinnerungen habe an die Wicked-Zeit, aber auch, weil die Stadt einfach unglaublich schön ist. Also das wird eine tolle Zeit. Das Besondere an dem Musical, gut, das sind natürlich die unvergänglichen ABBA-Hits. Ich meine, das sind Evergreens und Hits. Und es ist einfach auch eine Musik, die aus irgendeinem Grund fast alle gern hören. Ich weiß, dass als ich die Show mir mal angesehen habe, dass ja, die Leute so begeistert sind und schon in die Show gehen, so von, ach ja, das wird ein Fest. Und ich hoffe einfach, dass das so bleibt. Das Mamma Mia Fieber, das sind im Grunde alle Emotionen, die man mit Mamma Mia in Verbindung bringt, auch wenn man in die Show geht. Also besonders am Ende, wenn da die Leute rauskommen, die haben wirklich ein Strahlen auf dem Gesicht, wenn die sich selber sehen könnten. Ich glaube, die würden sich über ihr eigenes Gesicht freuen.